Da ich jetzt wieder so ein Bild vor mir habe, wie ich schon in Neckarwestheim gesehen habe, hier möchte ich den grünen Freunden und der Freunden von der SPD einfach nochmal die Parole unseres gemeinsamen Aufrufes nennen. Denn ich glaube, dieser gemeinsame Aufruf ist sehr wichtig. Sofortiger Ausstieg aus Biblis, Neckarwestheim und aller anderen Atomanlagen sofort. Es ist der Aufruf, hinter dem wir alle stehen, und der Kompromiss von 2000 ist vorbei, war gestern. Dankeschön. So, jetzt kommt der Kollege Wirth aus Neckarwestheim. Genau, aus Neckarwestheim. Die kämpfen seit Jahren, haben sich sehr stark beschäftigt mit der Problematik Kastoren, Endlager. Ich brauche euch jetzt nichts über Gorleben erzählen, aber der Herbert wird euch das schon so darlegen, ja, dass man weiß, was Gruppenarsch hat. Ja, hallo, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner. Sehr schön, dass wir heute so viele sind. Der Platz ist bereits voll und der Zug ist noch nicht abgerissen, der vom Bahnhof hierher läuft. Und sehr schön, dass wir heute von Biblis aus ein bundesweites Abschaltzeichen unüberhörbar senden. Wir hatten, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, am 21. März in Neckarwestheim eine Demonstration mit über 5000 Teilnehmern. Das war die größte Anti-AKW-Aktion in Neckarwestheim seit über 20 Jahren. Und ich überbringe euch heute die herzlichen Abschaltgrüße der drei Anti-AKW-Initiativen des BBMN, der Energiewende Heilbronn und vom Aktionsbündnis Castor-Widerstand Neckarwestheim. Denn unsere gemeinsame Forderung am 21. März in Neckarwestheim und heute war Stilllegung beider Reaktoren in Biblis, Stilllegung beider Reaktoren in Neckarwestheim und zwar sofort und Stilllegung aller weiteren Atomanlagen. Bereits im Juni 2000 wurde er ja vereinbart, der sogenannte Atomausstieg. Bereits seit 10 Jahren soll er kommen. Gewartet haben wir viel zu lange, denn alle relevanten Atomkraftwerke laufen immer noch. Und statt Abschalten geht es um Regellaufzeiten, an die sich keiner halten muss. Denn ansonsten bräuchten wir heute hier gar nicht demonstrieren. Denn Biblis A wäre nach diesem sogenannten Atomausstieg bereits im Februar 2007 vom Netz, Biblis B im Januar 2009 und Neckarwestheim 1 würde seit Dezember 2008 schon gar keinen Atomstrom mehr produzieren. Um was geht es aber? Um Reststrommengen. Wir wollen keine Reststrommengen, wir wollen, dass abgeschaltet wird, heute und hier und heute und nicht in 10 oder 15 Jahren. Wir wollen auch keine Standortzwischenlager. Und es gibt und wird nie ein Endlager für Atommüll geben, das sicher betrieben werden kann. Für uns als Atomkraftgegner gibt es auch keine guten und weniger guten und schlechten, was weiß ich was für Atomkraftwerke. Denn wir haben einen Atommüllskandal in Mosleben und wir haben den größten Atommüllskandal in Asse. Und dann soll jetzt noch wieder Gorleben durchgeboxt werden von der schwarz-gelben Bundesregierung. Nein, nicht mit uns. Denn wir haben Kinderkrebs und Leukämie nachgewiesen in einer Studie, die vor 2,5 Jahren veröffentlicht wird. Bereits im Normalbetrieb von AKWs sind alle Kleinkinder bis zum 5. Lebensjahr signifikant gefährdet. Deshalb auch schon fordern wir das Abschalten, ohne dass ein Supergau passiert. Applaus
Ja, und politisch geht es seit über einem Jahr und erst recht nach der Bundestagswahl um alles, nur nicht um das Abschalten der 17 Atomkraftwerke und das nur, weil 4 Energiekrisen täglich Millionen von Euros mit jedem Atomboiler verdienen wollen. Das werden wir abstellen, die AKWs und diesen Profit.